so ein antitypisch Rollenspiel. Rollenspiel. Ja. Pass auf, der steht gleich unten. Hallo, schreist den Arm ab. So weit dunkel hier. Ein Bart nehmen, du tust es falsch. Warum hängt der denn da? Der hängt ab. Mann, soll er aufhören? Seid doch alle bescheuert. Hört doch auf damit. Aus! Aua. Das soll ein Tuch sein. Ich dachte, das ist eine Ausgabe. Ja, ich dachte auch so. Weil es so schön. So, nee. Du hast doch irgendwo recht gehabt. So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Gehen wir jetzt trotzdem hoch? Weißt du, ich wollte gerade sagen, da oben ist so eine schöne Wiese mit Blümchen und Schmetterlingen. Wie in Portal 2. Weißt du, was ich jetzt gern gucken würde? Und ich glaube, ich hasse mich morgen dafür, dass ich das sage. Ich würde jetzt gern Twilight gucken. Glitzernde Vampire. Rettet mich. Nein, das meine ich nicht ernst. Gott. Okay. Also der sah aber nicht aus wie der Dicke, der sah mehr aus wie der Doktor. Ach so. Und der Doktor der war ja einigermaßen human. Normal noch. Irgendwie. Der hat gut, der hat mir nur eine Spritze ins Herz gehauen, aber irgendwie war noch normal dabei. Ja, wir haben ja da noch weitergelebt. Hallo? Finde einen Weg. Was tut man denn dazu? Ja. Wusstest du, ich höre Schreie. Wenn da irgendwer kommt, kletterst du wieder die Leiter runter. Ja, okay. Speichert, das ist gut. Weiter geht's jetzt. Seid ihr noch dabei? Schreibt mal. Die ist gleich leer. Die ist gleich leer in die Kommentare. Ich wette, warum habe ich das alles schon ausgetrunken? Willst du einen Schluck? Zur Beruhigung. Effekt zur Beruhigung. Energy Drink zur Beruhigung. Ich glaube, das würde jetzt sogar was bringen. Ja. Ich überlege gerade echt, ob ich schon mal ein schlimmes Horrorspiel gespielt habe, aber das ist das Schlimmste. Und das ist das. Nicht bewegen. Gott, der hat Geburtstag. Ich muss keine Angst vor ihm haben. Ich kann sagen, wir sind das gleiche. Du weißt immer noch, was es real ist. Der Doktor ist tot, du weißt das, right? Dr. Barricade. Died before he even started working here. Mm-hmm. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Mm-hmm. Das ist also die Frage. Ich hätte das mal aufnehmen sollen, wa? Wäre ganz gut gewesen für die Nachwelt. Ja. Naja. Wenn das jemals die Nachwelt bekommen sollte. Also du bist vernünftig. Das heißt, du bleibst da auch stehen, oder? Fragt sich nur wie lange. Wo kriegen die eigentlich Essen hier? Guck mal, hier können wir schon wieder runter. Lass uns doch jetzt mal gucken, was das für ein Taschenlampen. Willst du dich mit dem anlegen? Ich möchte mal gucken, was der singt. Das hat sich mehr nach so einem katholischen Guten Morgen-Lied angehört. Was du meinst, das ist netter? Ja. Der eine etwas fahr, der ist weg. Wo ist der denn hin, bitte? Der war hier. Da war Licht, oder? Der war da. Also ganz einig. Ja, der war da. Der war da. Der ist aber weg. Das war bestimmt das Evangelium. Ja. Lumen. Mhm. Ja. Also wir müssen da auf jeden Fall runter. Also, Kollege, da war Licht, ne? Nur damit du weißt. Überlegst du, ob du hier bleibst. So, gehen wir hier runter. Also das Spiel macht echt eine Menge Spaß, muss man sagen. Oh ja. Oh, speichert. Also er speichert in letzter Zeit ziemlich häufig. Wir sollen dem Blut folgen. Ne? Das ist, ja, Fließrichtung und so. Mhm. Female. Also hier geht's. Hä? Männlich, weiblich. Komm, wir gehen zu den Frauen. Ja, wir gehen zu den Frauen. Wir sind uns einig. Ja. Die Frauen sind zu. Frauen im Feierabend. Nee, die Frauen wollen heute nicht. Hm, schade. Dann gehen wir zu den Männern. Wenn es sein muss. Das Wasser fließt doch zu den Frauen, oder nicht? Das sieht so aus, wie nicht. Huh! Ist der gestolpert? Bist du tot?
Schmeiß mich nicht auf den Kopf. Der Dicke steht gleich da vorne. Ja, mit dem Dicken machen wir noch eine Rechnung aus. Mit dem kuscheln wir nochmal. Was ist das eigentlich? Ein Müllsack, oder? Zum Duschen? Ah, danke. Zum Dreckwasser, ist auch schön. So. Ja. Aber noch was sagt, Blut verschmiert. Auf jeden Fall. Wir müssen immer noch total Blut verschmiert sein von unserem Sturz auf die. Ja, halt echt widerlich war der Sturz. Ich meine, da liegt einfach mal so ein Darm, ne? Und dann wieder ein Toter. Nee, ich glaube, es ist ohne Licht, ohne das Ding. Was war das? Was war das? Ist egal. Was ist? Aus welcher Richtung kam das? Und wo und warum? Geh da runter. Okay. Geh da rein. Ist mir egal. Da passiert uns nichts, meinst du? Da, ja. Außer das Ding ist klein und wendig. Ja, dann haben wir sowieso verloren. Klein, schnell und wendig ist tödlich. Dann frisst er uns im Laufen auf. Wir sind jetzt aber nicht in die Tür reingegangen, ne? Ich war ja auch panisch. Links oder rechts? Links, nee, rechts. Also auf jeden Fall unsere Story des Lebens, ne? Ja. Also so eine Story hatten wir noch nie. Ich glaube, das ist die andere Seite von der Tür. Welche Tür? Da, wo wir eben gerade nicht reingehen wollten. Nee, bleib zu. Die ist dunkel, da. Wollen wir nicht lang. Hallo. Hm. Du hast ihm dabei noch den Arm gebrochen, so hat sich das angehört. Ich will Batterie wechseln noch nicht, ne? Hoffentlich habe ich den Arm gebrochen. Will er nicht runter. Toll. Ist alles gut. Nee, das hast du gut hingekriegt. Ist doch alles gut. Guck mal, wir klettern wieder hoch. Und haben wieder Licht. Wir sind schon wieder runtergefallen. Hängt da was? Schon wieder ein Toter? Ja. Wir können hier hoch. Wir haben nur noch drei, ne? Du musst aufpassen. Ja. Ich meine, ohne Licht hier durch ist, geht ja gar nicht. Was macht man das Spiel dann? Stimmt, aber keine Batterie. Sollen wir dann hier im Dunkeln durchklettern? Das geht ja gar nicht. Habe ich schon mal gesagt. Hast du den Deckel verloren? Nö, gar nicht. Macht dir das Spiel Spaß? Ja, das Spiel richtig Spaß. Richtig. Du hast was runtergefallen. Also ich zitter vor Freude. Freude. Und Spaß. Ja. Also möchtest du eigentlich jetzt auch weiterspielen? Nee. Das überlasse ich dir. Ich glaube, wir müssen da lang. Einfach durch hier und töte das. Das ist eine Notiz. Bin schon schwach, kalt. Es blutet immer noch, aber es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Es war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle. Also ist der Wallrider ein Dämon. Und die wurden alle geopfert um den. Das finde ich ein bisschen krank. Ich dachte, es geht hier um eine milliardenschwere Firma, die irgendwelche Experimente durchführt. Und jetzt geht es um Dämonen und Evangelien und unsichtbare Menschen, Viecher, was auch immer. Finde ich komisch. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber hat der eine nicht irgendwie was von Träumen verkaufen gesagt? Ja, irgendwie. Nee. Müssen wir. Komm nicht dran rum. Geht weiter. Wo geht's denn weiter? Müssen wir hier wirklich runter? Da geht's weiter.
oder? Wahrscheinlich. Was haben wir hier? Eine Batterie. Okay, aber eine Batterie ist schon mal nicht so verkehrt. Was ist denn hier oben? Hä? Wir sind jetzt erst nur wegen der Batterie hier gewesen. Schau mal. Wie geht's weiter? Also da ja nicht, ne? Nee. Ja, wieder zurück. Da ist vorhin doch. Sind wir von da nicht gekommen? Nee. Kannst dich hier dran erinnern. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Aber genau das ist mein Problem. Da ist doch irgendwas, oder? Boah, ich will nicht mehr. Da ist unsere Batterie leer. Scheiße, es ist vielleicht dunkel. Gleich. Schon wieder langsam mit bedrohlicher Musik aus. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Also von da hinten kamen wir. Wenigstens ein bisschen Licht. Was ist da rechts? Ach so. Schade, ich dachte, da wäre offen gewesen. Also wir rennen jetzt einmal die Wand entlang, würde ich vorschlagen, oder? Ja. Was bildet uns dann das Licht? Wir könnten ja einfach uns hinlegen und sterben. Das wäre natürlich auch eine Option. Freiwillig Kopf unter Wasser sterben. Ich meine, ganz ehrlich, schönerer Tod als zum Vierbestimmen, ne? Mhm. Aber dafür sind wir schon zurückgekommen. Na gut. Außerdem sind wir ja Kala Kolumna, die rasende Reporterin. Stimmt. Da können wir natürlich jetzt wie nicht... Wie du gerade durch Wasser rast. Ja, wir müssen... Da. Das sieht doch gut aus. Wir dürfen Benjamin Blümchen nicht enttäuschen, ne? Da guckt dir gleich wieder einer. Ja, lieber. Ja. Was ist jetzt passiert? Du gerade. Was war das? Du hast so einfach nur verkackt. Okay. Ach, du musst wahrscheinlich da hoch und dann an die Leiter springen. Na, komm ich da klar. Raus. Jetzt schnell, jetzt schnell. Los, du musst laufen! Und hopp! Da war aber gerade was, ne? Hab ich nur gehört. Jedes Mal krieg ich einen Herzkasper. Ja, es ist alles gut, der Typ sitzt da einfach nur. Willst du uns was sagen? Sein Kopf sieht nicht mehr so gut aus, ne? Das kommt irgendwie so ein bisschen was raus. Aber nein. Berühren wir uns einfach mal wieder. Ist alles schön, wir haben wieder ein bisschen Licht. Gehen wir mal um die Ecke, haben gespeichert, ist auch schön. Eigentlich geht's uns doch recht gut. Der Stopp. Und das zu. Warum ist denn jetzt plötzlich zu? Oh, wow. Geh nach Hause. Was? Ist der doof? Er ist weg. Ich meine. Wir sind halt in die Nische rennen und er dachte, wir sind gerade ausgerannt, glaube ich. Er ist auch ein bisschen verrückt. Geh noch rein. Ich dachte gerade, das Schatten macht mich irre. Geh, da. Er ist da. Das ist er? Ja. Ja, der ist doch da. Okay, hat doch gut geklappt. So, wir sind nicht gestorben. Da rennt ein Typ. Alles gut. Alles wie immer. Was ist das?
Ne? Ja. Alles ganz normaler Tag. Wie kann denn ran mit dem Herr? Peter, warte auf uns. Du rennst dann voll rein mit der Förderschuhe. Willst du da noch stehen bleiben? Ja. Dann müsst ihr ja kurz warten. Ja, damit uns doch ja keiner findet. Männerstation. Wir sind wieder aus der Kanalisation raus, wir sind in der Männerstation. Ist das gut? Ich wäre lieber in der Frauenstation. Ich auch. Da hätten wir vielleicht eine Chance zu überleben. Kann vielleicht ein bisschen werden, aber. Ja. Und manchmal sind die Frauen dann einfach auch irgendwie. Übermenschlich. Hä? Willst du schieben? Schon? Weiß ich nicht. Sagt er. Warum? Schieb das nur auf. Du musst es aufschieben. Du musst da wahrscheinlich durch. Ja, ich weiß auch nicht. Der hat halt, da stand schieben. Da dachte ich, schiebe ich mal. Oder nicht? Ach, bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Geh da rein. Der hat doch eine Zwangsjacke an. Ja, der kann da nichts machen. Das Licht aus. Der macht nichts. Du sagst, dein Gefängnis? Alles offen. Du sollst aufhören, die Türen aufzureißen. Okay. Die Stelle vor, da steht wieder so ein Fett los. Hier ist nichts los. Oder da ist bestimmt was. So eine Ecke, eine Batterie oder so. Hier. Siehst du eine Notiz? Zack. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Terrorgruppe. In diesem Keller wurden Leute gefoltert, wie Methode. Mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Eier! Die Folter wird von jemandem angeleitet, es ergibt Anweisungen. Then balls, then tongue. Ja, armer Typ. Aber wir haben wenigstens mal wieder einen Hinweis bekommen, ne? Ich möchte da noch nicht hoch. Ich möchte das mal sehen. Bin ich sicher? Du gehst jetzt rein. Wo rein? Da. Da rechts. Das ist doch wieder so eine Nische, wo du dich reinstecken kannst. Nee, das ist wirklich hoch. Das ist zu, aber da kannst du dich verstecken. Ja, vor was denn? Vor das, was gleich kommt. So wird der schon wieder atmet. Ist alles gut. Beruhig dich. Alter, ich beruhige mich überhaupt gar nicht hier. Hast du dich jetzt beruhigt? Nein. Guck auf den Monitor, der ist gleich da. Was war das? Das ist schon die ganze Zeit so. Was ist denn das? Bleib mal ruhig da auf dem Boden. Da! Ah. Kann man es wegschieben? Halt dich. Also, pass auf, das ist bestimmt so. Wir müssen da durch, aber es ist so ein Typ, der wird uns verprügeln. Und mach die Tür wieder auf. Mach die rechte Tür auf. Mach die Tür wieder auf. Da steht seiner. Da steht keiner. Pass auf, du schiebst das weg. Und dann rennst du. Wir können aber nur schieben und nicht ziehen. Achso, schieben. Ja. Aufreißen oder langsam? Das war bestimmt nur Günther, der klopft, dass die Milch da aus. Ach so, der Günther. Günther wieder. Diese Kamera ist manchmal eher hinderlich, ne? Mir gedacht. Hier bestimmt auch. Ja, haben wir auch gedacht. Gut, allerdings können wir dann nur auf eine Seite oder in eine Richtung. Das ist immer ein bisschen.